this life is so damn crazy. Crazy that I'm loving. But look, I'm not complaining. Boy, I'm rocking with my brother. I wake up in the morning, wash my face and take a piss. Just that girl right on the list. And get right back into this. But first, you better hold it down for me. You better hold it down. Can you make me feel at home? When my feet is off the ground. Can you promise you don't kill it just in case I don't get back? When you Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, man hört mich. Hinter mir rennt meine 350 Limousine. Ihr wollt jetzt ja schon seit längerem ein Video haben über eine Kaufberatung vom E36. Warte, ich drehe mal kurz das Auto ab. So, jetzt hört man mich vielleicht besser. Gut, also ihr wolltet auf jeden Fall mal ein Video haben, Kaufberatung E36. Haben wir gedacht, gut, ich mache mal sowas. Es gibt sehr, sehr viel dazu zu sagen. E36 ist kein leichtes Thema. Im Moment eines der umstrittensten Autos im Internet, weiß ich so. Der eine sagt absolut geil, der andere sagt katastrophal mit den Autos, aber ist egal, wurscht. Zu dem Thema E36. Das Thema kann man jetzt riesengroß ausbreiten und sagen, ja, bei dem Motor muss man das beachten, bei dem Modell muss man das beachten. Aber im Grunde genommen ein E36. Also, wenn man es einmal so kurz sagt, es gibt so viele Varianten, ich weiß, man kann jetzt so weit ausdehnen. Auf jeden Fall, angenommen, ihr nehmt jetzt einmal eine Limousine, so wie meine, und ihr wollt euch sowas kaufen, zulegen. Also man dachte, gut, machen wir ein Video drüber. Das allerwichtigste, kommen wir nachher mal dazu. Gut, auf jeden Fall der Innenraum. Ein Innenraum sagt schon relativ viel über den E36 aus. Abgesehen von der Ausstattung jetzt. Es geht rein darum, wie sind die Sitze beieinander, wie schaut der Himmel aus, wie abgegriffen ist der Lenkrad. Also innenraumtechnisch, also entweder hat 10 Vorbesitzer gehabt und die sind komplett auf den Dingen herumgescheuert und die sind komplett abgesetzt und abgewetzt, das Ding hat trotzdem erst 100.000 Kilometer gelaufen, oder es ist ja wirklich einfach 200.000 Kilometer und 100.000 stehen am Dach, je nachdem. Ist ja wurscht, auf jeden Fall, ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Bei der Limousine in dem Fall ist es ein wenig schwer, weil ich kein Schiebedach habe. Das heißt, der Himmel wird ein wenig schweres Hängen beginnen. Aber jeder kennt das Problem, E36 Himmel hängen. Der kann hängen bei 100.000 Kilometer, der kann hängen bei 40.000 Kilometer oder auch bei 200.000 Kilometer. Ja, das ist scheißegal. Er kann, ja, wann er hängt, beginnt er zum Hängen. Ja, die Türpappen bei der Limousine sind auch so eine Sache, die halten einem einiges mehr aus als wie die vom Coupé, weil die Coupé und Cabrio eben diese riesenlangen Türen. Gut, auf jeden Fall, ja, wir schweifen schon wieder zu dem Thema viel zu weit ab. Grund eigentlich nur, was ich damit Innenraum sagen möchte, die Kilometer ungefähr. Also man kann, weil beim E6 kann man Tacho tauschen, so, also alles passt mehr oder weniger untereinander und deswegen ist es wenig, ja, okay, gut. Also ich Sitze, Lenkrad, Schaltknüppel, also die grundlegenden Sachen, die man sich so super in einem Auto anschaut, was angeblich 100 oder 150.000 Kilometer hat, ja. Das ist mal zum Innenraum. Gut, von außen. Also jeder weiß, diese Hauptthemen E36 und Rost. Gut, die einen haben es auf anderen Stellen, die anderen auf wieder anderen Stellen. Auf jeden Fall, es gilt in der Regel, auf jeden Fall E36, egal ob Coupé, Cabrio, Limousine, weil es gilt, der rechte vordere Kotflügel, der ist liebend gern knusprig, am besten zum Sehen auf meiner Touring. Da habe ich den Kotflügel schon ausgetauscht, weil rostig. Dann komischerweise gegenüber, also diagonal, auf der rechten, auf der linken hinteren Seitenwand, da beginnen sie auch liebend gern zu knuspern. Ja, das ist auch so ein Thema. Der Touring hat komplett andere Sachen, weil es gilt so im Großen und Ganzen die Radläufe hinten links rechts und die Kotflügel. Aber wirklich speziellstens hätte ich, ist bei mir schon aufgefallen, bei mehreren Autos von mir, also damals meiner Limousine, meiner alten, Limousine beim Touring halt eben links hinten und rechts vorne. Ja, bei meinem Auto natürlich nichts zum Sehen, ja, weil, ja. dann, was noch sehr, sehr liebend gerne rostet bei diesen Autos, wo man extremstens gerne, also extremstens schauen muss, egal ob Cabrio oder Coupé, ja, Entschuldigung für die Unordnung, hier beim Wasserablauf, da rosten sie wirklich liebend gerne beim Heckblech da unten, weil eben das Wasser überall da abläuft und dann, ja, beginnen sie da liebend gerne zum Rosten. Jo, dann Heckklappe, kann man sich auch ein wenig mal anschauen, eben da unten auf den Kanten rosten die gerne weg. Meiner hat zum Beispiel da eine kleine Rostblase, die gehört auch irgendwann einmal gemacht. Ja, das so viel dazu. Gut, von außen schwer zum sagen jetzt bei der Limousine, weil die halt eben Schweller drauf hat, sieht man halt wenig den Rost oder gar nicht den Rost halt, ja.
Im Gegensatz zu einem Touring, der keine Ausstattung hat oder wenig Ausstattung und ohne Amber-Kit. Man sieht eh hier, beginnt eh schon langsam zum Rosten. Und wenn man so ein Auto hat ohne M-Schwelle und sich das anschaut, kann man viel, viel besser beurteilen, ob das wirklich jetzt rostig ist oder nicht rostig ist. Auf jeden Fall der normale Schweller schaut noch wirklich in Ordnung aus, auf allen beiden. Also man sieht, man kann das Thema Rost auf ewig und 10 Jahre ausdehnen beim E36. Und ich muss sagen, das ist das Allerwichtigste beim Kauf eines E36s, den Rost zum Anschauen. Das heißt, die 4 Warngeberaufnahmen sollten vorhanden sein, sind des Öfteren sehr, sehr knusprig. Auf jeden Fall die Warngeberaufnahmen, eins der wichtigsten Sachen, die man bei einem Kauf bei einem E36 beachten sollte. Außen, ja, die Radläufe, muss man selber entscheiden, wie schlimm es ist, aber wie gesagt, die 4 Warngeberaufnahmen unten, die sind wirklich sehr, sehr wichtig. Also, ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie gescheit bei mir sieht, da die Warngeberaufnahmen eben, ja, die sollten auf allen 4 Punkten halt eben noch vorhanden sein, und wenn man es halt irgendwie aufhebt, dann sollten die halt nicht knirschen oder knarren, weil sonst ist es meistens schon zu spät. Jo! Dann zum Beispiel noch zum Vergleich. Also wie gesagt, der Touring hat jetzt von mir, mein Daily hat jetzt 117.000 Kilometer und ist halt vom Erstbesitz gewesen. Und wie gesagt, wenn man da halt mal reinschaut, das Ding schaut halt wirklich aus wie neu, bis aufs Lenkrad halt eben. Ja, ansonsten, die Sitze sind wirklich relativ gut benannt, da ist kein Loch drin, nichts aufgerissen, nichts durchgesessen. Und ja, also wie gesagt, es ist halt wie gesagt schwer zum beurteilen bei so einem E36. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich weiß, dass er nur einen Besitzer gehabt hat, die eine alte Dame war. Also nur zum Beispiel jetzt einfach mal. Und bei meiner Limousine drüben, da habe ich halt auch ein Serviceheft dazu bekommen und eben die Ledersitze und die Innenausstattung. Es spricht einfach alles für sich, wie das ganze Auto ausschaut. Und wie gesagt, ich würde dem Auto hundertprozentig zutrauen, dass diese 133 oder fast 134.000 Kilometer am Buckel hat. Weil, wie gesagt, das Serviceheft habe ich auch dabei. Das geht bis... Schlag mich tot, ja. Ist ja wurscht. Das hat auf jeden Fall, ja, man kann das Thema E36, wie man merkt, extremstens weit ausdehnen. Wie gesagt, die Grundsachen, auf die man achten sollte, Rost auf den Wagenheberaufnahmen, Rost außen, ja, wie das Ding innen ausschaut, wie es sich fährt. Ja, gut, wie es sich fährt, ja, des Öfteren sind die Querlenker rausgekommen, bei mir 36 ist auch nichts Neues. Ja, es ist einfach so ein riesengroßes Thema. Wie gesagt, man kann sagen, bei einem M50 oder alles mit 6 Zylinder rennt normalerweise ohne Probleme. Also wenn das Rauchen beginnt schon oder es knirscht und knattert und rasselt wie deppert, dann hätte ich eh schon langsam die Finger davon lassen. Außer ich hätte den Spendermotor zufälligerweise schon parat oder sonst irgendwas. Egal, auf jeden Fall. Motortechnisch wären die Dinger eigentlich sehr, sehr robust. Ja, das gilt eigentlich von 316 bis 328 bis M3. Oder wie man sagen, fast der M3 ist eigentlich der anfälligste, weil er die meiste Technik hat, weil es ein Rennmotor ist. Aber ist ja wurscht, das ist egal, man kann das drüber streiten. Jo, das ist eigentlich so das Grundwissen eines E36-Kaufs. Wahrscheinlich habe ich noch 10.000 andere Sachen vergessen, die ich erzählen könnte. Aber dann wäre das Video Ewigkeiten und 3 Tage lang, weil, wie gesagt, ein E36 ist ein Thema, das kann man ausdehnen bis zum geht nicht mehr. Ja, wie gesagt, ich habe das Auto aus dem Grund am Boden unten gezeigt, weil ich würde jetzt mal sagen, 90% haben beim Autokauf keine Bühne oder eine Grube bei Rad, wo man drunter schauen kann. Das heißt, wie gesagt, außen auf jeden Fall mal kontrollieren und so weit wie möglich unter das Auto legen, dass man halt sieht, ja, ist das Ding komplett undicht? Ah, apropos undicht, da haben wir schon wieder. Servolenkung. Servolenkung ist ganz, ganz wichtiges Thema beim E36. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen, weil diese Dinger rinnen liebend gerne aus, vorübergehend oder liebend gerne bei den Sechszylindermotoren, weil sie extrem schwer sind auf der Vorderachse. Ja, das hat BMW damals einfach nicht irgendwie unter Kontrolle gebracht. Wie gesagt, die einen sind staubtrocken und die anderen sind einfach waschelnass unten. Und ja, darauf sollte man auch achten, weil man kommt halt relativ gut noch hin. Also man kann halt auch gut drunter schauen, wenn man sich drunter legt. Genauso wie bei den Wagenüberaufnahmen. Dann, was mir noch einfällt, ja, die meisten oder die wenigsten wollen natürlich einen Unfallwagen kaufen. Und ein E36 ist halt ein, ja, verschrienes Auto und geht relativ gut um die Kurven, sagen wir mal so. Und die einen oder anderen haben halt schon ein wenig gelitten drunter und ja, auf jeden Fall, was wichtig ist zum Anschauen beim E36. Zum Beispiel die Träger vorne. Ja,
da sieht man es ein wenig blöd hinein. Auf jeden Fall die Träger, was die Front halten, die Längsträger eben, die sollte man gut beobachten und anschauen, ob die irgendwelche Verformungen haben, ob die irgendwie eingedrückt sind. Ja, ansonsten, ja, man kann halt noch schauen, wie gesagt, wie die Kotflügelschrauben halt ausschauen, ob die irgendwie schon 10.000 Mal verschoben worden sind oder ja, ob die auf der Originalposition sind. Ja, so viel dazu. Dann halt eben noch im Kofferraum, wenn man jetzt meinen Kofferraum, also blöd, mein Kofferraum ist nämlich komplett voll. Auf jeden Fall, Reserveradmulde kann man auf jeden Fall mal anschauen, wie das ausschaut, ob die irgendwie verdellt ist, ob da irgendwelche Schrauben locker sind oder sonstige Sachen fehlen. Ja, das wäre dann mal gut zum Anschauen oder gutachten, ja. Dann halt noch zum Motorlauf. Wie gesagt, wenn man so ein Ding anstartet, wie startet das Ding an? Wie hört sich's an? Hört man sofort ein Rasseln? Hört man Stößel, also die Hüterstößel? Dann, wie gesagt, zum Auspuff nach hinten gehen, einmal schauen, ob das Ding irgendwie komisch, extremstens komisch riecht oder fast sogar so ein Blau, also wirklich blauer Rauch rauskommt, dann ist eh meistens zu spät. Ja, aber im Großen und Ganzen sind E36 Motoren wirklich sehr robuste Motoren, wenn man sie nicht wirklich sehr überstrapaziert und ja. So, dass mir noch was ganz, ganz Wichtiges eingefallen beim E36. Und zwar, wie sich das Getriebe schaltet, bezüglich fährt. Also sprich, erster, zweiter, dritter Gang, wenn die wirklich ausgelutscht sind und nicht mehr gescheit reingehen. Oder wie gesagt, dass das Spiel halt eben zwischen, wie halt der ganze Schaltknüppel, der ganze Schaltgeschenk sich halt eben anfühlt. Ja? Das ist wirklich sehr, sehr wichtig bei einem E36, weil da weiß man auch schon oft, was mit diesem Auto passiert ist, wenn der ein oder andere Gang davor richtig gescheit reingerissen hat. Und ja. Dann bezüglich zum Fahren eines E36 ist mir noch was eingefallen. Wie gesagt, wenn man schon die Mechanik kontrolliert, sprich Getriebe und Motor und so Sachen, sollte man auch darauf achten, wie das Auto halt eben fährt, sprich hinterachsmäßig, da ist ja hinter der andere Partner, und eben das richtig gerne ausschlägt. Und das hört man und fühlt man dann auch meistens beim Fahren. Also wie gesagt, sollte man auch mal drauf hören und das sich mal, ja, ein Ohr drauf werfen auf jeden Fall einmal. Weil das Ding ist halt, Hinterachse beim E36 machen ist halt nicht so leiwand. Ja, ist ein anderes Thema, wurscht. Gut, dann der Unterschied, wie gesagt, Facelift, Vor-Facelift, der Nieren- und Innenraumverarbeitung. Ja, wie gesagt, beim Touring, das ist ein Facelift, das ist einer der letzten Baureihen, so 97 oder 96. Ja, wie gesagt, die haben das Thema halt nicht mehr mit den runtergehenden Türpappen und Himmeln, weil eben das Material damals anders geworden ist. Immerhin liegen ja mittlerweile schon fast 10 Jahre dazwischen, zwischen dem ersten E36 Modell und dem letzten E36 Modell. Ist jetzt übertrieben, ja. Vielleicht sind es 7 oder 8 Jahre, ja. Auf jeden Fall, sie haben halt dazugelernt. Wie gesagt, bei meinem Touring zum Beispiel, da hatte ich eben schon Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag und eben die Seiten-Airbags. Und wie man sieht, da geht nichts mehr hinunter, es ist richtig massiv und die Verarbeitung, wie gesagt, das Armaturenbrett schaut schon anders aus. Ja, also das ist der Unterschied des E36 Facelift und Vor-Facelifts. Auf jeden Fall, die Nieren sind halt ein wenig anders vorne, aber der Rost ist genau gleich geblieben. Das heißt, wie gesagt, mein Facelift, in dem Fall halt der Touring, hat genau dieselben Roststellen wie damals meine alte 320 Limousine. Der eine ging es früher, der andere ging es später. Die typischen Roststellen sind einfach vorhanden bei einem E36. Die Wagenheberaufnahmen und die Kotflügel und ja, wie gesagt, es ist nur ein Kaufberatungsvideo. Ja, man könnte Stunden drüber weiter diskutieren. So da, also ich weiß, es kann sehr, sehr viel Hate dadurch entstehen oder Leute meinen halt irgendwie, es ist falsch erklärt, ein E36. Auf jeden Fall, das waren einmal die Grundsachen, die mir so einfallen zu einem E36, dass man auf jeden Fall, wenn man sich sowas zulegen möchte, beachten sollte. Also wie gesagt, kurz einmal noch Rost, Innenraum und Motor ein bisschen halt drüber schauen, also die Mechanik von dem ganzen Ding. Ja, mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Besten einfach Probe fahren. Dann im Internet sich nochmal schlau machen, was man eben halt sucht, sprich motortechnisch 6-Zylinder oder 4-Zylinder Sportmotor, also zum Beispiel 318S oder vielleicht eben ein 328 oder ein 325 ohne Warnhaus. Das ganze Thema, habe ich jetzt schon zehnmal gesagt, ist 10. Mal gesagt, kann man so weit ausdehnen. Ja, aber die grundlegenden Sachen, glaube ich, sollten mal so rübergekommen sein. Ansonsten, wie gesagt, unten gerne in die Kommentare nochmal reinschreiben, wenn euch noch was dazu einfällt. Ja, ansonsten bedanke ich mich nochmal recht herzlich fürs Zuschauen und verabschiede mich hiermit und bis zum nächsten Mal. Ciao!